Hallöchen zurück, seid ihr noch alle da? Ich hoffe doch. Ja, nach einem langen, langen Exkurs in die Ruinen der alten Metallmenschen-Typis geht es jetzt endlich wieder in die Mainquest. Und ich hoffe, ich bin dafür einigermaßen gut vorbereitet. Ne, ich bin gar nicht vorbereitet. Umso besser. Aber Moment. Die sind doch anfälliger gegen Feuer. Dann nehme ich doch mal Feuer. Hallo. Burn, Baby. Fuck. Burn, Baby, burn. Das hat Eindruck hinterlassen. Die Flammen brennen stärker als gewöhnlich. Oh, krass. Die Flammen, sie verbrennen sie. Ich lass die einfach brennen. Ist das mies. So, und da habe ich endlich das Level. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Das war schon. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Ist ja mal interessant. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Das ging ja jetzt doch irgendwie um einiges einfacher als erwartet. Ja, okay. Meinetwegen. Aber hier haben wir noch ein paar... Oh, schaut mal. Hier habe ich noch mal so ein Ding. Das lief ja richtig gut. Genau. Ich wollte noch die Fähigkeiten, weil jetzt, wo ich 3 Fähigkeitspunkte habe, wollte ich natürlich, genau, wollte ich nämlich den Punkt hier sammeln, weil jetzt kann ich nämlich jederzeit ein Reittier rufen. Wupp, wupp. Endlich tolle Sachen. Ja, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, mega lustig. Ich war gerade eben auf dem Balkon. Und als ich so auf dem Balkon war, wurde mir so eine Nachricht bei Twitter angezeigt. Das ist ein bisschen off-topic, würde ich mal behaupten, zu diesem Spiel. Aber ich fand das eigentlich irgendwie ganz lustig, weil da war irgendwie eine Dame hier oder ein Mädchen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie alt oder das wie jung oder noch. Wie auch immer. Und die sagt halt eben, ich wurde von einem Typen versetzt, weil ich bei Twitter gepostet habe. Und er irgendwie keinen Bock hatte mit Twitter, also ja, weil sie halt eben regelmäßig bei Twitter postet. Und ich habe mich dann halt eben gewundert, ey, wo ist denn das Problem und so weiter? Und dann gucke ich halt eben weiter, 3 Tage vorher, also bevor sie ihr Date hatte, hat sie noch bei Twitter reingepulvert, schon wieder, warum lerne ich eigentlich nur doofe Typen kennen? Und ich denke mir in dem Moment einfach nur so, ja, dann wunderst du dich, warum er keinen Bock hat, sich mit dir zu treffen, wenn... Oh, hallo. Ja, ja, verstanden. Wenn du 3 Tage vor dem Date so einen Post lieferst, Mädel, was stimmt nicht mit dir? Das ist alles andere als Schrott. Ich war mega amüsiert. So, jetzt habe ich auch wieder ein paar Heilkräuter. Oh, hallo. Nee, nee, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Oh, da hinten ist noch was. Ach, fuck. Das war leider nicht ganz so geil, wie ich es wollte. Au. Jetzt reicht es aber. Ich habe mir das cooler vorgestellt, als es dann doch passiert ist gerade. Oh, wait. Au, kommt der her? Den hab ich ja gar nicht gesehen. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich behaupten. So, waren das alle? Nee. Ein paar Leute haben mich da noch.
hole ich mir noch. Was geht denn da für eine Aktion ab? Ach so, Moment. Das ist, glaube ich, noch eine Verderbnis oder so. Ich glaube, ich bin sicher. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall massiv viele Viecher. Die sich jetzt gerade sicher fühlen. Scheinbar. Okay. Völlig in Ordnung. Sollen sie sich mal in Sicherheit wiegen. Wir wollen... Wo wollen wir eigentlich hin? Naja, komm. Bevor wir gar nicht... Ach, wir wollten eigentlich die Mainquest weitermachen. Wollen wir die Mainquest weitermachen? Und einfach mal hier... weiterlaufen? Passt auf. Da oben ist ein Dorf. Da gehen wir mal hoch. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Upp, was haben wir hier? Haha, heilende Kräuter. Heilende Kräuter immer gut. Ich glaube, besonders... Oh, da läuft noch ein Fasan von mir weg. Den möchte ich auch mit... Das ist ein Truthahn, kein Fasan. Das fällt mir jetzt auf. Ich sage die ganze Zeit Fasan dazu. Komm her, Truthahn. Bam. Truthahn. So. Hier haben wir auch Feuer. Feuer ist immer gut. Einmal kurz zum Abspeichern. Wir könnten eigentlich auch mal kurz einmal richtig speichern. Und zwar hier oben. Das ist... Genau. Zack. Dann haben wir einmal kurz vernünftig abgespeichert und nicht nur Quick Save. Ja. Nein! Natürlich wollte ich die überspeichern. Ja. Bitte überschreiben. Ich werde heute Nacht gut schlafen. So, haben wir hier irgendwie was Händlermäßiges oder so? That would be great. Nee, wir haben hier nur diesen Jäger-Typi. Der interessiert mich aber herzlich wenig, muss ich gestehen. Na gut, dann ziehen wir einfach mal weiter. So, Quest aktivieren. Die Rache der Nora. Okay, wo ist denn das? Ah, da drüben. Ja, ist die Frage. Wollen wir die machen oder wollen wir die nicht machen? Weil ich weiß, dass die ein bisschen länger dauert. Weil nachdem wir da waren, gehen wir nämlich hier hoch. Und hier oben ist dann megamäßig riesiger Showdown. Mit allem möglichen Pipapo. Bin mir gerade noch nicht so sicher. Nee. Wir können das jederzeit machen. Wobei das eigentlich gerade mega in unsere Stufe passt. Da drüben haben wir irgendwas. Vielleicht Heilkräuter? Das wäre geil. Nee. Oh. Und eine hiervon... Nee. So, hab dich. Dachtest wohl, du kommst einfach so davon. Ist aber nicht so. So, was haben wir denn jetzt hier für Gegner? Wächter. Kanonen-Piu-Piu-Typis. Oh, da drüben haben wir einen Säbeltiger. Das war doch mal ein geschickter Move. So, die da drüben sind eigentlich weniger interessant. Der da drüben macht mir eher Kopfzerbrechen. Sogar zwei davon. Ja, komm.
laufen einfach mal weiter. Und hoffen, dass die uns nicht zu dolle verfolgen. Und wenn, dann ist das auch nicht dramatisch. Dann knocken wir die einfach K.O. Heilkräuter nehmen wir mit. Das kommt mir gelegen. So, wunderbar, die kommen gar nicht so weit. Herstellen. Wir können nämlich sicherlich, Sachen herstellen. Modifikationsbeutel, Rohstoffbeutel, vergrößerten Rohstoffbeutel. Ja, ich glaube, das ist schon um einiges besser. Oh, geil. Waffen-Upgrade-Beutel. Nee, der ist weniger interessant. Rohstoff war ganz praktisch und Schusswaffen. Das wäre noch gut. Waschbären müssen wir dafür erledigen. Mhm. So, mit dem Dude da drüben habe ich nämlich Großartiges vor, wenn er mich dann ranlässt. Vor allem nah genug ranlässt. Im Moment macht er noch einen auf dicke Hose. Aber warten wir das mal ab. So, gucken wir doch mal, ob wir Spur markieren. Oh, geil. Er kommt auf jeden Fall an uns vorbei. Weil die Dinger können wir jetzt nämlich netterweise für uns. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, genau das, wenn ich nah herankomme. So, und gibt das Dreieck. Yes! Du bist jetzt ein Freund von mir. Für immer und ewig mein allerbester Säbelzahn, Sägerfreund. Du tötest alles, was... Kannst du mich mal bitte rauslassen? Danke. Du tötest alles, was dir im Weg steht, um mir zu helfen. Das freut mich sehr. Das werde ich noch brauchen. Ach, herrlich. Ja, du bist so ein Süßer. Das ist bombastisch. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Genau. Lasst mich in Ruhe. So. Oh, hier haben wir nochmal ein Wildschwein. Hallo. Ach, komm. Geht doch. Erwischt. Mein Ferkel. Nom. Oh, geil. Spare Ribs. Oh. Ich glaube, wir haben hier noch eine Verderbnis. Ja, eine verdorbene Zone. Hier können wir noch mal ein bisschen ter... Oh. Oh, 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 oh. Ein bisschen... Ich mag mich irren. Aber ich glaube, ich erinnere mich an das Gebiet. Ah, nö, das sind nur Wächter. Wächter sind... Nee. Aber wait. There is more. Wir wissen ja jetzt, dass die mies anfällig gegenüber Brandpfeile sind. Und darum suchen wir uns jetzt erstmal eine geeignete Stelle, wie zum Beispiel die hier drüben, wo wir dann erstmal ein bisschen verdeckt sind. Oh, das sind Laser-Piu-Piu-Viecher. Der hat mich gesehen. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Und ich hab ihn. Ja, ganz vergessen. Der Verderbnis ist ja gar nicht so angenehm. Oh, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut.
Noch irgendwer? Mag noch irgendjemand? Habt ihr es geschafft? Seid ihr soweit? Wunderbar. Wie ist die Zone schon? Das war schon. Also ich habe jetzt mehr erwartet. Ein Platz. Also wirklich mehr. Feuerpfeile sind hier aber auch nicht so das Beste dafür, denn ich will eigentlich hier hinten diese Lohkanister zerstören. Bedeutet Ärger. So. Kann ich noch looten oder? Ja. Sehr gut. Nee. Alles meins, meins. Was hat hier? Zünder. Hallo. Ein Wächterherz, was auch immer ich damit anstellen kann. So. Auch hier sind wir jetzt durch mit dem Ganzen. Hier haben wir noch eine verdorbene Stufe für Stufe... eine verdorbene Zone für Stufe 20. Hier oben haben wir nochmal Lager mit krassen Dudes drin. Kann man überlegen, ob wir den auch nochmal leer räumen. Ich frage mich nur gerade, ob ich genügend Materialien... Okay, für die habe ich auf jeden Fall genug. Wie sieht es mit denen aus? Ah. Also ja, ein bisschen habe ich hierfür. Aber das ist noch lange, lange nicht genug. Hier ruhig nochmal abspeichern. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Habe ich schon wieder vergessen. Aber, ja, wie dem auch sei, wir können jetzt hier den Weg hochlaufen. Das sind auch nur noch 400 Meter. Ach, wisst ihr, wenn wir das schon hochlaufen, das hält sich. Können wir ja auch nochmal eben kurz das Lager platt machen. Ich meine, was soll's? Sind ja eh auf dem Weg. So, hier ist sogar noch ein kleiner Vorsprung. Na komm, hoch. Hoch. Geht doch. Höp. Höp. Komme ich hier sonst noch hoch? Ja, das sieht gut aus. Also klettern kann sie. Oh. Schwarzer Rauch. Wait. Bin ich ja... Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Jetzt bin ich ja mitten bei denen im Lager. Das ist scheiße. Kann ich hier auch wieder runter? Gibt es hier keinen anderen Weg? Doch, gibt es. Dann lieber da runter. Ich habe nämlich keinen Bock auf offenen Kampf, ehrlich gesagt. Das würde nämlich nur mir selber schaden. Wenn ich auf einmal mit der gesamten Gruppe hier in den Nahkampf gehen müsste oder so. Dann lieber hier einmal runter und dann mal schauen. Genau, dann gehen wir da zwar den gesamten hässlichen Weg außen rum, aber lieber so... als dann hier gleich noch mega den Stress zu haben. Wegen den 50.000 Banditen, die da rumgeistern. Dann lieber Quest aktivieren. Achso, das hatten wir. Das war die Quest, die da hinten stattfindet. Ja, können wir irgendwann anders hin? Jetzt nicht.
Moment. Okay, da vorne haben wir noch Feuer. Also beziehungsweise ein Schnellspeicherpunkt. So, sollte uns irgendwas passieren, sind wir hier in Sicherheit. Und alles ist gut. So, irgendwo hier. Müssten da nicht schon die Banditen? Nee, da sind noch keine Banditen. Das gefällt mir. Ein altes Tor. Vor langer Zeit zerfallen. Das war also die Nora-Grenze vor dem Krieg mit den Kaja. Oh, wait. So. Den ersten haben wir. Da ist noch einer. Den kriegen wir auch, glaube ich, auch auf die Entfernung. Gezielter Kopfschuss. Oder auch nicht. Nein, doch ein bisschen. So. Dann machen wir es halt eben so. Das sollte ja nicht so schwierig sein. So. Das sind sicherlich noch mehr. Da läuft doch ein Vetter durch die Gegend. Himmel hat es lange angekündigt. Na, die Wetterbedingungen sind natürlich jetzt auch richtig optimal. Da sind Gefangene. So, man erhöht einen Punkt. Aha. Jetzt sehe ich doch schon wieder ein bisschen mehr. So. Ich sehe nur den fetten Dude nicht. Also. So. Der schnallt auch nicht so. Wer ist da oben? Niemand. Sag ich doch, niemand. Hier ist gar keiner. Der hat auch nichts gemacht. Sehe nur durch diesen hässlichen Nebel nichts. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Du, 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 du. So, schönen guten Tag. Ich bin der Neue. Ich arbeite hier jetzt. Habe ich von hier aus ein bisschen mehr Blick auf das, was hier abgeht. Nee, irgendwie nicht. Nee, den sehe ich überhaupt nicht. Habe ich was in diese Richtung? Ja, hier sind auch ein paar. Aber auch nichts, was ich jetzt hier auf einen Blick sehen könnte. Das ist nicht so gut. Wenn sie das Signal auslösen, macht das sicher eine Menge Lärm. Ja, dann sorgen wir dafür, dass das nicht auslösen kann. Den löst niemand mehr aus. Ganz einfache Geschichte. Da drüben ist einer. Oh, oh, oh. Aufmerksamkeit erregen. Nee, nee. Oder doch? Sie ist da entlang. Hallo. Seht ihr mich? Ja. Knock. Putz. Hier. So. Oh, ihr habt aber schönen Klunker dabei. Gar keiner hier. Die Banditen haben ihre Gefangenen hierher gebracht. Okay, da unten haben wir noch drei, die sich bewegen. Ja komm, bauen wir uns nochmal 5 neue Pfeile.
Ah, da kommen sie lang. So. Erwischt. Sonst noch jemand, der noch mitmachen möchte? Gar keiner. Oh. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Hi. Sehr erfreut, euch hier zu sehen. Schnell wieder ins Gebüsch. Die Entfernung kann ich natürlich auch den guten Bogen ziehen. So, und wie sieht's da unten aus? Wie viele haben wir denn noch? Einen haben wir noch. Ja, hallo. Ha. Sehr schön. Banditenlager. Wieder mal geleert. So. Sehr erfreut. Und, naja, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Hier habe ich jetzt die netten Dudes. Hier oben gibt es noch irgendwie so einen fetten Pass. Keine Ahnung, wo der hinführen soll. Aber juhei! Das lief ja richtig, richtig flott. So, oh, nee. Ehrlich gesagt wollte ich das Ding nicht. Ich wollte die Dinger haben. Denn ordentlich Kohle. Ich muss auch mal hier in das Häuschen reinschauen. Vielleicht gibt es hier noch fetten Loot oder so. Unsere Familien und Freunde sind tot. Welche Hoffnung bleibt uns jetzt noch? Aber richtig geil. Eine Falle. Und ganz viel Schotter. Noch ein hier. Ich es den Kindern sagen. Aber erst noch. Endlich müssen wir nicht mehr fliehen. Vielen Dank. Gern geschehen, gern geschehen. Habe ich gern gemacht. So. Was gibt's denn hier noch Schönes? Haben wir hier Trümmer. Eine Armbanduhr. Na klar. Die brauche ich. Vielleicht funktioniert die ja noch. Genau, im Inventar ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Und zwar ein paar Kisten. So. Das wird mir gute Idee. Mal gucken. Ich habe echt wenig von diesen Bändern. Von denen bräuchte ich echt noch eine ganze Menge mehr. Ich sollte mal wieder ein paar Roboter looten. Oder irgendwie sowas. Höp, höp, höp. So. Und dann können wir hier jetzt endlich weiterlaufen. Stufe 14 sind wir mittlerweile schon. Nicht schlecht, würde ich behaupten. Also eigentlich sind wir schon Stufe 15. An der Stelle nochmal schnell ein Quick Save. Und dann kann es weitergehen. Ja, komm, nimm die Hölzer mit. Die kannst du sicherlich immer wieder gebrauchen. Wow. Eine riesengroße Festung da hinten. Sind sogar schon fast am Ziel.
Oh, was geht denn da ab? Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Ach, das sind nur Wächter. Ist ja niedlich. Ein Verderber. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. So viel zum Thema. So, den einen haben wir. So, irgendwie mehr oder weniger. Na, komm. Wir rennen das immer durch. Slow-Mo. Okay, Ort kann nicht betreten werden. Gut. Schön zu wissen. Komm, beweg dich mal. Ey, Leute. Diese Vergiftung mehr. Hey, 115 erreicht. Endlich tolle Neuigkeiten. So, der stirbt gleich mal alleine, glaube ich. Bei der Verbrennung. Wohl kaum was damit zu tun. Wie gibt man den Kram her? Endlich haben wir wieder ein paar Drähte. Und Heilzeug. Mädchen, komm her! Ja, ich komm gleich. Erstmal will ich hier Kram einsammeln. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Da drüben ist noch massiv viel Zeug. Komm näher! Wo ich nochmal ein bisschen was snacken, damit ich wieder ein bisschen heiler bin. Da oben liegt noch was. Zack. Puh. Okay. Hallöchen da oben. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Na, also. Freundlich, die Leute. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Yay. Wir sind wieder ein kleines Stückchen weiter. Nochmal dicke Erfahrungspunkte dazu bekommen. Echt nicht zu knapp. 6000 Erfahrungspunkte, das ist schon nicht ganz ohne. Hier können wir nochmal eben einmal abspeichern. Und haben dann dementsprechend auch einen neuen Safe Spot. Und das ist tatsächlich sogar noch mit am besten. Oder besser gesagt, einen Reisepunkt. Denn jetzt können wir nämlich bis auf hier oben eigentlich relativ viel hin und her reisen. Ich glaube, genau,
Na, wir haben nur 3 Schnellreiserationen. Damit muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Frage ist natürlich, wo sind hier Händler, mit denen wir so Sachen machen können, Handel betreiben können? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Händler? Wen haben wir hier? Ach doch. Ach, von wegen, das sind die Händler. Ich dachte mal, das sind die, die hier, wie heißen die Teile gleich? Und, ich dachte, das wären so Leute, die, die uns diese Jagdaufgaben geben, aber das macht gut. So. Ich kaufe viel lieber bei Kaja-Händlern als bei einem Osseram. Das ist schön für dich, aber oh, das ist der Händler. Den habe ich gesucht. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier Cooles finden. Schnellreisepakete. Wie viel kosten die? Wo steht denn das hier? Ah, da. Oh, die wollen auch Ressourcen dafür haben. Ist ja frech. Fünfmal für eine... Für einmal Draht. Ist mir schon ein bisschen zu teuer. Da gehe ich lieber selber grinden. Kriegsbogen. Scharfschussbogen. So, Munition 75. Das Ding kostet nur so viel. Ah ne, das Ding besitze ich ja sogar schon, den Scharfschussbogen. Klar, das ist das, womit ich die ganze Zeit so übertrieben Sachen kaputt prügel oder werfe, schieße. Der Seilwerfer ist auch nochmal krass. Scharfschussbogen. Was haben wir denn hier noch krasses? Aha, da fehlt uns massiv viel Zeug. Gut, Outfits. Da können wir noch mal ein bisschen was machen. Gewöhnlich, die Effekte sind halt eben nicht gerade ganz ohne. Ja, kostet halt eben nur massiv. Na gut. Einfach bei einem Osseram zu kaufen. Sehr nett. Sie hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Diese verdammten Osser. Da unten ist er. Achso, nö. Eigentlich nicht. Moment. Ich dachte, wir sollten hier mit einem Dude sprechen. Aber stattdessen sagen die uns, gehen wir da nach unten. Aber wir können dann auch direkt mal hier reingehen und gucken, ob wir da irgendwas freischalten können. Gucken wir mal. Jäger. Was können wir hier machen? Schlag von oben. Drücke R1, um lautlos zu landen und eine kleine Maschine oder Menschen und Menschen zu erlegen. Das ist auch massiv geil. Unauffällig. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Ausweichtalent. Halte Kreis für lange Ausweichrolle gedrückt oder drücke. Natürlich auch bombastisch. Aber stopp. Habe ich die jetzt schon? Nee, habe ich nicht. Ausbeuter. Das ist gut, weil damit kriegen wir unsere Punkte endlich ran. Ja, komm. Machen wir das mal und probieren es. Bisher haben wir das ja ganz gut gemeistert irgendwie. Hier ist es nicht, dass wir hier mit irgendjemandem noch reden sollen. Auf dem Balkon irgendwo hier. Nee. Ich habe zu tun, Nora. Wenn du etwas brauchst, sprich mit Hauptmann Balan auf der Brüstung am Marktgebäude. Brüstung, Marktgebäude. Oh, hier haben wir noch was zum Erkunden. Schling. Notiz. Die Störung der Maschinen, geschätzte Herr Damen Sonnenhofes. Massiv langer Text. Moment. Ach toll. Ich hätte gesagt, ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch das ja nochmal angucken. Dann, und dann auf Pause drücken oder so. Ja, doof gelaufen. Tut mir leid.
Da ist er. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Das klingt gut. Einmal der Weg nach Meridian. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, reisen auf eigene Gefahr. Das klingt doch sehr vielversprechend und eigentlich ziemlich einfach. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Das klingt ja gut. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Oh, okay. Was ist mit dem Sonnenreich? Tagturm. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Das klingt nett. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. So, ihr habt davon gehört. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseran. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Das klingt echt nicht schlecht. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avad, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Genau, was ist mit Olin? Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? 2 Mal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Na gut, ich gucke nach euren Männern. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Sehr gut. Aber ich glaube fast, ich weiß wieder, ich weiß noch, wo die waren. Und zwar waren die hier unten an irgendeinem Fluss oder so. Und
Das war echt nicht gerade sehr angenehm. Denn da laufen Krokodile rum. Eklige Krokodile, um genau zu sein. Wobei, war das da oder war das woanders? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber yay! Wir sind auf einem guten Weg nach Meridian. Und wenn ich hier so rüber gucke, da hinten, das könnte es sogar schon sein. Nö. Nö. Ich gucke in eine völlig falsche Richtung. Ja, auf jeden Fall würde ich ganz gerne diesen Dude machen. Und dann hier einfach mal reingehen und gucken, was mich dort erwartet. Aber das mache ich dann auch nicht jetzt und nicht heute. Das mache ich in der nächsten Folge. Und ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Auch an die Leute im Stream, denen ich jetzt Tschüss sagen werde. Tschüss. Und ja, es geht auf jeden Fall, denke ich mal, bald wieder weiter. Denn das bockt unglaublich gerade hier. Und ja, und so weiter. Wie konnten Sie sie dorthin locken?